Liebe Freunde, seid gegrüßt, willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch wieder mal ein Unboxing und zwar zu BeatHeights neuen Album. Wer hat das Gras hier geraucht? Natürlich in der limitierten Fanbox-Edition für euch zum Unboxing. Keine Angst, das ist nicht die Box, die ist einfach nur nochmal in diesem Pappkarton zusätzlich verpackt. Ja, die Kiste ist relativ klein, also wird die Box auch nicht ganz so groß ausfallen, aber das ist vollkommen egal. Es geht ja nicht hier um die Größe oder den Inhalt der Box. Also es geht schon um den Inhalt der Box. Also in allererster Linie geht es ja erstmal immer um die Musik des Albums, das ist ganz klar. Aber wenn man ein paar Euro mehr ausgibt, weil man sagt, cool, ich will eine Fanbox haben von dem Künstler, den ich mag, dann erwartet man natürlich irgendwo schon ein bisschen Qualität und ein bisschen was, ja, hochwertiges, paar coole Merch-Sachen halt von seinem Künstler, ist ja ganz klar. In dem Fall kostet die Box 45 Euro. Normal kostet die Box also 39 Euro, hier kostet sie halt immer 6 Euro rund mehr. Ich habe mich natürlich mal wieder nicht vorinformiert, was in dieser Box enthalten ist. Ich will mich da mal überraschen lassen und mal sehen, ob sich die 45 Euro wirklich gelohnt haben. Da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Sorry vielleicht, falls das Licht heute ein bisschen komisch ist oder ein bisschen viel Kriesel im Bild ist. Mein Scheinwerfer ist gerade ausgefallen und ich musste auf meine Stubenlampe zurückgreifen. Deswegen, sorry vielleicht, falls es ein bisschen beim Videoschauen heute stört. Ja. So viel dazu. Wir kommen zum Unboxing der, also der limitierten Fanbox zu BeatHeights neuen Album. Wer hat das Gras weggeraucht? Los geht's. So, die Kiste brauchen wir uns ja nicht groß angucken. Das ist wie gesagt nur die Pappkiste. Also hier haben wir BeatHeights draufstehen. Wer hat das Gras weggeraucht? Die Box. Jetzt Paul Groove Attack. Das ist halt einfach nur so eine einfache Pappkiste. Da brauche ich nicht viel vorstellen. Butterfly für Arme auch dabei. Oh ja, die ist wirklich sehr klein. Aber wie gesagt, das spielt da alles keine Rolle. So, da ist nichts mehr drin. So, ich habe schon mal die Box aus der Tüte ausgepackt, weil das stört immer ein bisschen den Ton. Also die Box, muss ich sagen, auf den ersten Blick macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Gefällt mir wirklich sehr gut. Sie ist sehr gut verarbeitet. Also es ist wirklich eine sehr nice Sache. Sehr, sehr cool. Ich weiß gar nicht, ob das irgendein Künstler schon mal vorher hatte. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob es vielleicht schon mal sowas in der Art gab, bei welchem Künstler, würde mich echt mal interessieren, weil ich finde das wirklich eine sehr coole Idee, wie gesagt, und die Box ist wirklich sehr gut verarbeitet und sieht sehr edel aus. So, auf der Vorderseite haben wir das Cover, ich glaube, das ist nämlich auch das Cover der CD, das ist ja nicht immer so, aber in dem Fall ist es so. Ist es drauf oder ist es drauf gedruckt, drauf gebrannt? Muss ich mal selber sehen. Oh, das ist eher gedruckt. Also es ist drauf gedruckt, nicht eingebrannt, wie man vielleicht sonst gedacht hätte. Trotzdem sehr cool. Und es gibt natürlich noch hier einiges zu entdecken, einige Motive. Ich versuche es mal, ob ich es für euch einfangen kann. Erstmal, wer hat das Gras weggeraucht? Dann haben wir hier das MV-Logo für Märkisches Viertel. Dann das Arco Berlin Sägeblatt. Dann das hier, das habe ich jetzt keine Ahnung, was das darstellen soll. Irgendwas mit dem B in der Mitte. Könnt ihr mir auch mal unten in die Kommentare schreiben, was das für ein Zeichen ist. Dann das Mikrofon oder besser gesagt, also das Mikrofon in der Form von der Sido-Maske von Alles ist die Sekte. Dann Westberlin. Ein gesundes fünfblättriges Blatt. Fünfblättriges Blatt. Ein Cannabisblatt. Ein Tape. BeatHeights. Und irgendwelches Viehzeug. Okay, sieht sehr cool aus. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. So viel zu der Box. Jetzt schauen wir natürlich auch rein in die Box. So, noch ein bisschen rauszoomen für euch oder so. Machen wir es so. Sehr cool. Da kommt jetzt als erstes erstmal die Paper entgegen. Wer hat das Gras weggeraucht? Dann ein Aufkleber, zwei Aufkleber. Schrub das mal alles ein bisschen rüber für euch. Dann das Album, die Autogrammkarte, einen Gutschein, zieht euch rein, holt euch was im Shop, Tor. Wow, cool, ein Tape. Okay, also ich glaube, das ist ja sowieso immer bei BeatHeights so, dass immer ein Tape mit reinlegt, aber das finde ich echt nice. Sehr cool. Das ist Retro, das feiere ich extrem. Dann, was ist das? Also eine Art Bandana bestimmt. Okay. Wie gesagt, ich habe mich vorher nicht informiert, was in der Box enthalten ist. Ich will mich da immer überraschen lassen. Ein Tütchen, also ein Baggie für sehr, sehr gesunde Kräuter.
für heilende Kräuter. Das haben wir hier drin noch versteckt. Und hier haben wir, was ist das? Das ist, glaube ich, so ein Grinder oder so eine Grinderkart. Irgendwie sowas ähnliches. Jeder, der ab und zu sowas zu sich nimmt, weiß ja mit einem Grinder was anzufangen. Sehr cool. Das ist raus. Das ist wahrscheinlich zum Drehen, denke ich mal, dass ihr das hier schön alles reinlegen könnt. Ja, das war der Inhalt der Box. Ja, also drinnen auch sehr gut verarbeitet, wirklich sehr, sehr cool. Wie gesagt, das ist wirklich sehr gut durchdacht und sehr gut verarbeitet. Gefällt mir sehr gut. So, das war erstmal die Box. Das tun wir wieder rein hier. Wie gesagt, das kann man ja auch so reinschieben. Das ist auch wirklich, also wirklich sehr, alles sehr gut durchdacht. Kleine Fächer zum Aufbewahren der heilenden Kräuter. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut. So. Mit was fange ich heute an? So, ich beginne heute mal mit den kleinen Sachen. Und zwar beginne ich das erste heute mal mit der Autogrammkarte. Die ist original unterschrieben. Ich muss sagen, das finde ich auch cool, wenn das hier unten mit einem extra weißen Feld ist. Das ist so quer übers Gesicht, das finde ich immer beschissen. Wo ich auf einem Bushido-Konzert war und der hat hinterher Autogrammstunde gegeben und hat sie direkt über sein Gesicht unterschrieben. Das finde ich schon immer doof. So hat man wenigstens schön das Bild und das Autogramm. Gefällt mir sehr gut. Coole Sache. Wer hat das Gras geraucht? Sehr cool, die Autogrammkarte. So, dann haben wir hier, wie gesagt, diese Grinder-Card. Also jeder weiß natürlich, wozu die gedacht ist, zum Kleinmachen. Sehr cool, natürlich auch mit dem BeatHide-Logo. Wahrscheinlich kann man die Karte auch für andere Sachen nehmen. Sehr cool. Also für jeden... der gerne konsumiert, ist das natürlich alles ideal. Für mich ist das gar nichts. Und dann haben wir hier das Baggy. Dann das Deep Paper. Also auch in diesem Design halt irgendwie oben drauf gedruckt. In diesen ganzen, ja, ganzen kleinen Bildern. Wie gesagt, alles nichts für mich. So, dann die Aufkleber. Und zwar zwei Stück, das finde ich mal ganz cool. Einen finde ich mal langweilig, wenn man zwei unterschiedliche hat. Das ist natürlich viel cooler, weil ich Aufkleber jetzt nicht wirklich benutze. Aber zwei sind immer besser als einer und vor allen Dingen dann zwei unterschiedliche. Wer rammt dir den Penis in den Bauch? Der Neger. Wer hat das Gras weggeraucht? Der Neger. Sehr cool. Zwei Aufkleber. Dann was haben wir hier? Da haben wir diese 15% Gutscheincode für den Shop. Das ist immer derselbe Code, also braucht euch keine Hoffnung machen, dann könnt ihr eigentlich, kann jeder benutzen. Hier haben wir die Tor, BeatHide 420 Tor, 420, wofür steht das? Kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Könnt ihr mir am unten in die Kommentare schreiben, wofür die 420 steht. So, und natürlich nach Dresden kommt der gute Herr auch, und zwar in Kiezlab am 4.3. Also liebe Dresdner, geht hin und schaut euch die Tour an. Okay, das war das. Jetzt kommen wir erstmal zum Tape. Wie gesagt, finde ich persönlich richtig cool, weil das ist einfach Retro. Und jeder, der vielleicht von euch noch eine Sektenkassette zu Hause hat, die sind ja richtig was wert mittlerweile. Deswegen, also Kassette ist wirklich was Nostalgisches, gefällt mir wirklich immer sehr gut. Ich hatte ja bis jetzt immer nur, also bis jetzt die einzigste Kassette, die ich hatte, das war die aus dem als der Stellarbox, wo der Walkman so richtig geil war. Egal. So, das Tape. Tight. Seite A. Seite B. Ist noch irgendwas Besonderes vielleicht drin versteckt? Ah ja, okay. Halt die Tracks. Und eine Tüte. Okay, sehr cool. So, Kassette wieder hier rein. Jetzt machst du gleich wieder halb kaputt. Ah. Das Tape. So, die CD. Ist natürlich jetzt nur an der Papphülle. Das finde ich jetzt nicht ganz so schön. In einer richtigen Blasthülle hätte ich das besser gefunden. Aber gut, es sei ihm verziehen. Wie gesagt, vorne ist wieder das Logo wie auf der Kiste auch drauf gedruckt.
von der Seite wird das Gras weggeraucht. So, wir haben zwei CDs und ich lese euch natürlich die ganzen Tracks nicht wieder einzeln vor, könnt euch alles selber durchlesen. Es sind jede Menge Feature-Gäste drauf. Sehr cool. Also zwei CDs, da schauen wir doch mal rein. Oh, cool. Aber muss ich sagen, ist gleich wieder ein übelster Pluspunkt, das fahre ich extrem. Ich bin nicht nur Kassettenfreund, sondern auch Vinylfreunde. Wenn dann die CDs in Vinyl-Design sind, das gefällt mir echt extrem gut. Also es ist echt sehr geiles Design. Top. So, das ist CD1. Und dann auch natürlich so schwarz gehalten wie eine Vinyl. Sehr cool gemacht, also echt coole Sache. Die zweite CD. Ja. Okay. Aber mir fällt auf, es gibt gar kein Booklet. Das ist jetzt ein bisschen, ja, schade ist es nicht. Also eigentlich muss Booklet für mich jetzt nie sein. Ist vollkommen okay. Habe ich die CD mal ein bisschen schneller vorgestellt, weil ich habe schon wieder ganz schön viel Zeit verlabert. So, das war das Album. Jetzt kommen wir zu dem Bandana und dann sind wir auch schon wieder durch mit dem Unboxing. Ich zoome mal ein bisschen aus, dass ihr was seht. Knister, knister. So, ich drehe das Ganze schon mal rum, dass ihr es richtig seht. Also, das ist auch dasselbe Motiv wie auf der Box wie auf der CD. Ist ein bisschen dickerer Stoff von dem Bandana, aber das muss ich jetzt sagen, das stört nicht. Also, es fässt sich trotzdem sehr, sehr gut an. Der Druck sieht auch sehr gut aus. Also, allen in allen sehr, sehr gute Qualität. Gefällt mir sehr gut. Ein Bandana ist natürlich auch ein bisschen was Selteneres als ein T-Shirt. Also, T-Shirt hast man ja fast in jeder Box drin. Bandana natürlich nicht so oft. Deswegen finde ich das recht cool. Ja. Das war's auch schon. Da sind wir auch schon wieder durch mit dem Unboxing zu dem neuen Album von BeatHide. Ich zeige euch schon mal kurz also in der Übersicht, weil ich muss wieder ein bisschen beeilen, ein bisschen mit den Minuten drüber. Also wir haben diese echt coole Holzkiste mit Magnetverschlüssen, dann die Papers, den Beutel, die Autogrammkarte, den Beutel, das Baggy, die Grindercard, die zwei Aufkleber, das Tape, ja, Werbung, das Album und das Bandana. Also ich muss sagen, für 45 Euro, also ist wirklich jede Menge drin, das lohnt sich. Man muss auch berechnen, dass die Holzbox nun mal ein bisschen aufwendig ist als eine Pappbox, ganz klar. Deswegen ist das also der Preis vollkommen okay. Ich verlinke euch nochmal das Ganze unten in der Beschreibung, da könnt ihr gerne nochmal nachschauen und vielleicht wollt ihr euch die Box dann auch holen oder das Album. Ich kann es euch also sehr empfehlen, es lohnt sich wirklich sehr. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir fleißig unten in die Kommentare, wie ihr es fandet und wenn ihr wollt, lasst mir ein Abo da, wenn ihr das erste Mal ein Video von mir gesehen habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten sage ich alles Gute, bis später, wir sehen uns beim nächsten Video, macht's gut, euer Matze, ciao.